Herzlich willkommen zu einem Video, das ich aus aktuellem Anlass aufnehme, weil Weihnachten und der Jahreswechsel anstehen. Und in dieser Zeit des Jahres sind die Erwartungen im Hinblick auf Harmonie und Glücklichsein am allerhöchsten. Und auf der anderen Seite steht dann die Realität, die in sehr vielen Fällen ein ganz anderes Bild liefert. Weihnachten wird von vielen Menschen als sehr stressreich und konflikthaft erlebt, weil sie zum Beispiel ihre Herkunftsfamilien besuchen. Und dann gibt es noch eine Menge Menschen, die die Feiertage alleine verbringen und sich einsam fühlen. Zum Thema Drama und Konflikt werde ich noch eine ganze Reihe machen. Heute soll es um Einsamkeit gehen und um unangenehme Gefühle, die aufkommen können, wenn wir die Feiertage und den Jahreswechsel alleine erleben bzw. alleine erleben müssen. Der entscheidende Punkt ist hier nämlich die Unfreiwilligkeit. Der Schriftsteller Hans Krailsheimer hat das mal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Allein sein zu müssen ist das Schwerste, allein sein zu können das Schönste. Ein großes Problem im Zusammenhang mit den Feiertagen rund um Weihnachten und dem Jahreswechsel ist, dass wir denken, dass es uns gut gehen müsste, dass wir glücklich sein müssten, weil ja alle glücklich sind. Weihnachten ist unglaublich stark mit Glück assoziiert. Im christlichen Sinne ist es die Freude über die Geburt Christi und sonst ist es die Freude über die Geschenke und die freien Tage, wenn man denn auch frei hat, hat ja auch nicht jeder. Im Handel ist es die Freude angesichts der guten Verkaufszahlen. Weihnachten ist einfach das Fest der Freude. Und so etwas kann sehr schnell zum Problem werden. Als ich 15 Jahre alt war, war ich auf einem Schüleraustausch in den USA, in Phoenix, Arizona. Und eines Tages sind wir als Gruppe nach LA gefahren und da stand unter anderem Disneyland auf dem Programm. Ich fand Freizeitparks damals unfassbar albern und konnte einfach nichts damit anfangen. Ich kann übrigens immer noch nicht sehr viel damit anfangen. Jedenfalls fragte mich meine amerikanische Gastschwester damals, ob ich mich nicht schrecklich freuen würde, weil wir nach Disneyland fahren. Und ich meinte nur, nein, überhaupt nicht. Und sie meinte dann, but it's the happiest place on earth. Das ist ja das Motto von Disneyland, der Werbespruch quasi. Und das hat damals meine jugendliche Reaktanz sehr stark herausgefordert. Ich dachte mir auf der 4-stündigen Busfahrt eigentlich die ganze Zeit nur, dummes Disneyland, dummes Disneyland. Naja, letztendlich war es dann trotzdem ganz lustig, weil ich mit echt netten Leuten unterwegs war und ich mich darauf eingelassen habe, doch eine gute Zeit zu haben. Aber es war sicher nicht der glücklichste Ort der Welt für mich. Und dieser Anspruch, dass ein Ort etwas derartiges verspricht, der hat mich wirklich abgestoßen. Ich möchte das selbst entscheiden und letztendlich kann so gut wie jeder Ort zum freudvollsten Ort für einen persönlich werden, je nachdem, was wir daraus machen. Ich kenne Leute, die sich in einer Pommesbude an einem Baggersee kennengelernt haben und das ist für die beiden der schönste Ort der Welt, weil sie damit etwas sehr Positives verbinden. Und so ähnlich ist es mit Weihnachten und den Feiertagen auch. Macht das daraus, was ihr schön findet. Und wenn ihr gerne an Weihnachten kuscheln möchtet und keiner ist da, dann holt euch ein riesiges Plüschschwein oder einen Bären, was ihr mögt. Kein Witz, das hilft tatsächlich, das Bedürfnis nach Körperkontakt zu befriedigen. Deshalb können sich Kinder mit Hilfe von Kuscheltieren auch so gut regulieren. Es gibt übrigens ein ganz bezauberndes Buch von Elke Heidenreich. Der Titel lautet Erika oder der verborgene Sinn des Lebens. Da kauft die Erzählerin kurz vor Weihnachten ein riesengroßes Plüschschwein im KDW und fährt in Begleitung von Erika, dem Schwein, mit dem Zug nach Italien. Und überall sorgt sie mit diesem riesigen Schwein für Freude. Kinder und Erwachsene sind begeistert. Und in Italien trifft sie dann auf der Durchreise einen einsamen Gastwirt, der seine Frau verloren hat und der schläft dann mit Erika im Arm ein. Falls ihr also noch eine zauberhafte Weihnachtslektüre sucht, das ist eine. Und da reist eine Frau eben auch allein mit Schwein. Setzt euch also nicht unter Druck, die beste Zeit des Jahres erleben zu müssen. Das tun nur ganz wenige an Weihnachten, weil eben der Druck so hoch ist. Und geht mal in euch und fragt euch, was ihr braucht, welche Bedürfnisse habt ihr. Falls ihr soziale Bedürfnisse habt, also unter Menschen sein wollt, dann begebt euch unter Menschen. Was ihr nämlich unbedingt wissen müsst, ist, ihr seid nicht allein. Es gibt ganz viele Menschen, die an Weihnachten in der gleichen Situation sind. Das bedeutet keineswegs, dass mit euch etwas nicht stimmt oder ihr nicht liebenswert oder wertvoll seid. Ihr seid einfach nur für euch. Es gibt an Weihnachten verschiedene Veranstaltungen, ihr könnt zum Beispiel ins Restaurant oder zu Konzerten, ins Theater und so weiter gehen. Und auch wenn ihr nicht gläubig seid, könnt ihr zum Beispiel einen Gottesdienst besuchen, weil das gerade in der Weihnachtszeit schon etwas Besonderes ist. Letzte Woche war ich in München und habe mir da verschiedene Kirchen angesehen. Ich interessiere mich für Sakralbauten und da habe ich mir auch St. Maximilian am Isarufer angesehen. Das ist die Kirche, die aussieht wie Notre Dame. Das war
Ziemlich witzig, weil es da in der Kirche eine Glühweinbar gibt. Kein Witz. Und der Glühwein heißt da übrigens Heißer Bischof. Als nichtgläubiger Mensch kann man eine Kirche also auch wie ein Museum besuchen. Da gibt es oft Kunst, eine beeindruckende Architektur und wenn nicht gerade Gottesdienst ist, Ruhe und die Möglichkeit zur Einkehr. Und wenn Gottesdienst ist, gibt es so eine Art Gratis-Show. Ihr könnt euch sonst natürlich auch ehrenamtlich engagieren. Gerade um Weihnachten herum gibt es da eine Menge Möglichkeiten. Und dann gibt es noch Initiativen wie Keiner bleibt allein. Da kann man auch gucken, ob man etwas findet. Klappt aber natürlich nicht immer. Wie gesagt, orientiert euch an euren eigenen Bedürfnissen und nicht am medial vermittelten Bild von Weihnachten. Mein Mann und ich haben uns vor 18 Jahren auch dazu entschieden, ganz alleine zu heiraten, ohne Gäste und große Feier, wie das von uns erwartet worden wäre. Wir haben uns nach der Hochzeit nur Kirschtaschen beim Bäcker geholt und eine schöne Zeit gehabt. Und was soll ich sagen? Es war toll. Wir würden es auch immer wieder so machen. Wir haben den ganzen Tag frei und selbstbestimmt gestaltet, mussten uns um nichts kümmern. Es gab keinerlei Drama. Und ich habe schon eine Menge Drama auf großen Hochzeiten erlebt. Das Gute daran, die Feiertage allein zu verbringen, ist also, dass ihr vollkommen selbstbestimmt seid. Ihr könnt quasi tun und lassen, was ihr wollt, außer es verstößt gegen das Gesetz, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann noch zu einem wichtigen Thema. Wenn wir in den Tagen rund um Weihnachten in den sozialen Netzwerken gucken, wird sich uns ein Bild vollkommener Harmonie bieten. So ziemlich jeder postet, wie gesegnet und glücklich er sich fühlt, wie dankbar er ist und wie wunderbar diese Zeit mit der Familie ist. Wer an Weihnachten unter Einsamkeitsgefühlen leidet, sollte soziale Netzwerke deshalb meiden. Überlegt einfach, ob das etwas mit euch macht und was es mit euch macht, wenn ihr euch diese Beiträge ansieht. Falls es euch glücklich machen sollte, kann ja auch sein, könnt ihr das Ganze natürlich genießen, aber wenn ihr anfangt, euch zu vergleichen und eure Einsamkeitsgefühle gesteigert werden, lasst es einfach. Das ist sonst wie wenn ihr euch Zucker reinkippen würdet und um gegen die Übelkeit, die der Zucker verursacht, anzukämpfen, schüttet ihr noch mehr Zucker nach, bis ihr nicht mehr könnt. Hinzu kommt, dass in sozialen Netzwerken durchaus nicht die Realität gezeigt wird, sondern eben etwas Vorzeigbares. Es gibt nicht umsonst das Adjektiv Instagrammable, das jemanden oder etwas bezeichnet, das interessant oder schön genug ist, um es auf Instagram zu zeigen. Und interessant bedeutet hier, dass es euch triggert, also emotional extrem aufwühlt und ihr förmlich süchtig danach werdet, weil es so einen starken Effekt auf euch hat. Wenn es euch zu etwas hinzieht, obwohl es euch runterzieht, dann könnt ihr euch diese Dynamik bewusst machen. Das ist ganz normal. Evolutionär bedingt interessieren wir uns sehr viel stärker für das Negative, weil wir im Optimalfall etwas daraus lernen können, zum Beispiel Gefahren zu erkennen, und das ist ja überlebenswichtig. Wenn wir früher jemanden dabei beobachtet haben, wie er bestimmte Beeren gegessen hat und dann tot umgefallen ist, war das eine wichtige Erfahrung für uns, weil wir dann auf eindrucksvolle Weise gelernt haben, dass die Beeren nichts sind. Aber in der heutigen Welt, die ungleich komplexer ist und in der wir viel mehr mitkriegen als früher, widmen wir uns aufgrund dieses Mechanismus, der uns eigentlich vor Unheil bewahren soll, viel zu vielen Dingen, die uns Stress bereiten. Beobachtet euch also mal selbst, wenn ihr in so eine Sache reinrutscht und erwischt euch bei diesem Verhalten, das heutzutage in vielerlei Hinsicht nicht mehr funktional ist, einfach wegen der Bedingungen auch. Das Internet und vor allem soziale Netzwerke sind in vielen Fällen alles andere als sozial. Der US-amerikanische Schriftsteller Douglas Copeland, der unter anderem Generation X geschrieben hat, hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Warum ruft uns eigentlich niemand an und sagt, hey, komm rüber, wir setzen uns auf die Couch und surfen gemeinsam im Netz? Wobei man sagen muss, dass es schon einige Dinge gibt, die auch um Weihnachten herum positiv an der Digitalisierung sind. Falls ihr zum Beispiel weit entfernt von euren Lieben seid, könnt ihr euch mit Hilfe der Videotelefonie zumindest sehen und miteinander sprechen und man kann einfach in Kontakt mit Menschen treten. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie es Menschen wirklich an den Feiertagen geht, geht raus und beobachtet Leute, setzt euch irgendwo hin und schaut euch an, wie sich Menschen in ihrem natürlichen Habitat verhalten. Soziale Netzwerke sind nicht der natürliche Lebensraum von Menschen, da sind nur Werbeplakate ausgestellt. Und wenn ihr Menschen in freier Wildbahn beobachtet, kriegt ihr viel eher einen Eindruck davon, was realistischer ist. Wobei man sich in der Öffentlichkeit ja auch mit einer gewissen Maske zeigt, aber es ist um Längen authentischer als in sozialen Netzwerken, in denen ja oft auch Filter zum Einsatz kommen. Und in der freien Wildbahn kommt man manchmal sogar ins Gespräch mit Leuten. Als ich letzte Woche in München war, habe ich mich zum Beispiel in der U-Bahn mit einer älteren Dame unterhalten und das war richtig nett.
Ich liebe öffentliche Verkehrsmittel auch generell, weil man da ständig etwas erlebt. Wenn ihr Menschen mögt, fahrt Bus, fahrt Zug. Kürzlich saß bei mir ein Bus sogar ein älterer Mann, der ganz leise für sich Mundharmonika gespielt hat. Das hat für mehr weihnachtliche Atmosphäre gesorgt als ein komplettes Einkaufszentrum mit überbordender Weihnachtsdeko und Weihnachtsliedern aus den Lautsprechern. Was kann sonst noch hilfreich sein? Planung. Lasst Weihnachten und den Jahreswechsel nicht auf euch zukommen, sondern nehmt die Gestaltung selbst in die Hand. Handelt proaktiv. Sehr oft reagieren wir nur auf etwas, für das wir keine richtige Lösung haben. Aber wenn ihr euch ein Programm zusammenstellt, auf das ihr euch freut, dann habt ihr ja eine Lösung. Und dann fürchtet ihr euch nicht mehr davor, die Feiertage alleine zu verbringen. Macht all die Dinge, die ihr gerne macht oder schon immer mal machen wolltet. Bastelt, rätselt oder lest, guckt einen Film, der euch gefällt und bewegt euch. Geht raus an die frische Luft und tut all das, was euch gut tut. Das kann das klassische Vollbad sein oder ein Dauerlauf, was ihr mögt. Hauptsache, ihr macht euch eine schöne Zeit und fokussiert euch nicht ständig darauf, dass ihr ja unfreiwillig alleine seid. Das bringt euch nichts als unangenehme Gefühle. Und wenn ihr traurig seid und das für euch okay ist, das kann ja auch sein, manchmal wollen wir einfach nicht fröhlich sein und das ist völlig in Ordnung, dann lasst dieses Gefühl zu und wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch einen traurigen Film ansehen zum Beispiel und dabei ein bisschen weinen. Tut auch mal gut und wirkt befreiend. Allerdings solltet ihr darauf achten, euch nicht mit Gedanken zu fluten, die euch ein Gefühl der Ohnmacht oder der Verzweiflung bereiten. Dann fühlen wir uns nämlich ausgeliefert und nicht befreit. Das bringt uns nichts, weil wir dann nur schwer wieder rauskommen. Während Trauer durchaus ein sehr funktionaler Prozess sein kann. Wir können uns im Rahmen des Trauerprozesses zum Beispiel von unrealistischen Erwartungen im Hinblick auf Weihnachten und den Jahreswechsel befreien. Zum Thema erstes Weihnachten und Silvester nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen, ob durch Trennung oder Tod, werde ich übrigens noch ein eigenes Video machen, weil diese Situation ganz besondere Herausforderungen mit sich bringt. Welche Möglichkeiten gibt es noch, gut alleine über die Feiertage zu kommen? Lasst die Scham weg. Sie bringt euch nichts. Ihr seid bei weitem nicht die einzigen Menschen, die sich so fühlen. Verkriecht euch also nicht, denn wenn ihr das tut, verstärkt ihr das Gefühl der Isolation und auch der Scham. Und das bereitet unserem Nervensystem Stress. Ihr könnt durchaus auch alleine entspannt sein, wenn ihr euer Alleinsein gestaltet und verheimlicht auch nicht, dass ihr an Weihnachten alleine seid. Das muss euch nicht peinlich sein. Ich kenne etliche Leute, die an Weihnachten alleine sind, aus den verschiedensten Gründen, weil sie zum Beispiel wegen der Arbeit in eine andere Stadt gezogen sind und dort noch niemanden kennen und wegen der Arbeit auch nicht mal eben nach Hause fahren können oder weil sie ein Jahr im Ausland verbringen. Ich unterrichte ja in einem internationalen Studiengang und über 90% meiner Studierenden verbringen die Weihnachtsferien ohne ihre Familie, in vielen Fällen alleine. Zugegebenermaßen feiern viele von ihnen auch gar nicht Weihnachten, weshalb das Ganze nicht ganz so stark emotional aufgeladen ist. Aber daran kann man ja auch gut sehen, dass es einfach auch eine Frage der Bewertung ist, zum Beispiel auch durch unsere Kultur. Und falls euch jemand fragt, was ihr an Weihnachten so macht, seid ehrlich. Sagt einfach, dass ihr alleine seid und dass das für euch auch gar nicht so einfach ist. Das ist ja nicht zwangsläufig ein Jammern, sondern einfach ehrlich. Aber ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die Freunden verheimlichen, dass sie Weihnachten alleine verbringen, weil es ihnen so peinlich ist. Muss es aber nicht. Und sehr hilfreich können auch Rituale sein, und zwar Rituale, die ihr selbst entwickelt. Begründet eine neue Tradition. Vielleicht habt ihr ja Lust, über die Feiertage wegzufahren. Oder ihr macht eine Weihnachtswanderung. Kürzlich habe ich auf einem Wanderkanal, der heißt Wandersocken, ein cooles Experiment gesehen. Die sind an einem Tag im Winter von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung gewandert, und zwar durch Köln. Fand ich total spannend, ist mal was Besonderes. Falls ihr euch sehr gerne bewegt, könntet ihr etwas Ähnliches ausprobieren. Überlegt euch einfach, was ihr toll finden würdet oder was witzig wäre. Rituale helfen uns, weil sie uns Struktur und damit Sicherheit geben. Ein Feiertagsritual kann es zum Beispiel auch sein, euch ein ganz bestimmtes, besonderes Getränk zuzubereiten, das ihr jeden Tag genießt, zum Beispiel eine heiße Schokolade oder eine Kaffeespezialität oder eine heiße Zitrone, was auch immer ihr mögt. Was kann noch helfen? Singen. Das passt auch total gut zu Weihnachten, weil es ja ganz viele Weihnachtslieder gibt. Und das Tolle ist, Musik wirkt sich positiv auf das vegetative Nervensystem aus. Vor allem das tiefe Aus- und Einatmen beim Singen
aktiviert den Parasympathikus und macht uns deshalb ruhiger und entspannter. Und der Blutdruck sinkt dann, der Puls wird langsamer und die Muskulatur entspannt sich. Sogar unsere Pupillen werden kleiner. Und Singen verbessert unser Körpergefühl und ist gut für den Kreislauf. Außerdem stärkt es unsere Abwehrkräfte und macht uns glücklich. Es werden nachweislich Endorphine und Serotonin ausgeschüttet. Übrigens völlig unabhängig davon, ob wir die Töne treffen oder nicht. Und ein ganz wichtiger Punkt: kümmert euch gut um euch selbst. Tut eurem Körper etwas Gutes, indem ihr euch bewegt. Dabei werden Glückshormone ausgeschüttet. Achtet auf eure Gedanken. Da können Achtsamkeitsübungen zum Beispiel helfen. Seid einfach gut zu euch. Macht euch nicht fertig dafür, dass ihr die Feiertage über alleine verbringen müsst. Und um all diese Punkte könnt ihr auch eine neue Tradition entwickeln. Die Feiertage können zum Beispiel die Zeit im Jahr werden, in der ihr euch so richtig gut um euch kümmert. Die Zeit, in der ihr euch verwöhnt. Gerade zum Neujahr könnt ihr auch ein neues Hobby zum Beispiel anfangen. Vorsätze sind oft stressig, weil sie etwas von euch fordern und ihr ihnen gerecht werden wollt. Aber ein neues Hobby, auf das ihr wirklich Lust habt, ist etwas, worauf wir uns auch freuen können. Vielleicht mögt ihr zum Beispiel Tiere und habt ein Tierheim in der Nähe, wo ihr Hunde ausführen könnt. Man muss sich ja nicht gleich selbst einen Hund holen und oft geht das ja auch gar nicht. Oder möglicherweise wollt ihr anfangen zu fotografieren. Das geht ja auch mit einem Smartphone. Seid mutig, macht einfach. Kocht euch etwas Tolles, singt dabei laut eure Lieblingslieder und kümmert euch gut um euch. Dekoriert eure Wohnung, wenn ihr das gerne machen wollt, wenn euch das glücklich macht. Und wenn ihr nicht dekorieren wollt oder auch nicht feiern wollt, dann lasst es einfach. Ihr müsst nichts. Das ist einer der großen Vorteile daran, wenn man die Feiertage alleine verbringt. Ihr seid zu nichts verpflichtet oder gezwungen. Das ist ja einer der größten Stressfaktoren, wenn man Weihnachten mit Familienmitgliedern verbringt, mit denen man nur zusammen ist, weil sich das so gehört. In vielen Fällen ist das so. Und zum Schluss noch ein sehr wichtiger Tipp, falls ihr wirklich nicht aus der Einsamkeit und der Verzweiflung herauskommt: holt euch Hilfe. Es gibt verschiedene Stellen, die ihr kontaktieren könnt. Ihr könnt auch immer mit Menschen sprechen. Ihr seid nicht allein. Ihr könnt euch während der Feiertage telefonisch zum Beispiel bei der Telefonseelsorge melden. Und ältere Menschen können auch das Angebot Silbernetz nutzen. Ich verlinke euch beides in der Videobeschreibung. So, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr selbst noch Tipps habt oder von eigenen Erfahrungen berichten könnt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.